Schalömmchen, Freunde! Schalömmchen! Wir haben heute was richtig Geiles, und zwar ein Scotter. Ein Scotter? Ein Scotter. Und das ist nämlich der gleiche wie in Österreich. Und den haben wir jetzt hier stehen in Deutschland. Haben ihn sogar schon angemeldet und werden ihn jetzt gleich zusammen mit euch aufbauen, weil das ist ein bisschen schwieriger als so ein Scooter zum Beispiel. Ja, kannst schon mal sehen. Wir haben jetzt leider hier Probleme, dass wir gegen die Sonne ein bisschen filmen. Wir können das Ding jetzt irgendwo anders hinstellen. Steht auf einer Palette, 105 Kilo das Ganze. Ach komm, ich mach das eben, komm! Was ziemlich geil war, angemeldet haben wir den schon, ist ja ein 50er. Hier oben haben wir das ganze Zubehör drin. Das können wir euch mal zeigen. Gekostet tut das Teil 2,8. Ja, wie gesagt, das haben wir uns jetzt mal gegönnt. Eigentlich nur, um euch zu zeigen. Ja. Nur wegen euch. Wir werden jetzt gleich mal den Karton einfach hier seitlich aufschneiden. Hier haben wir auch wieder das gute Unboxing-Messer. Die Papiere lagen hier oben drin. Heißt, ich konnte heute schon anmelden fahren. Das ist das gute Unboxing-Messer, nicht wie das andere, wie das Buttermesser. Ne, das war das Gummimesser, ne? Das war das Gummimesser. Das ist diesmal das gute Unboxing-Messer. Ich würde sagen, dann gebe ich jetzt mal zur Tat. Dann machen wir hier los und dann klappen wir das mal raus. Also ich weiß, ich habe mir beim René ein Video angeschaut, wie man das Ding zusammenbaut. Boah, ich weiß, dass wir den Reifen drauf machen müssen, also das Rad mit Bremse und so. Fände es halt lustig, wenn ich jetzt den Reifen eingeschnitten hätte. Ein bisschen. Also ich würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Also. Aber Freunde, ich hatte so viel Bock mit dem Teil in Österreich, da haben wir uns gedacht, sowas brauche ich. Kann nicht sein. Sowas muss ich haben. Fände es halt lustig, wenn ich mir so ein Salat drin wäre, so mit Oliven. Ja. Also hier kann man schon ungefähr sehen, wo die Reise jetzt gleich hingeht, Freunde. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie wir das jetzt hier alles machen sollen. Wir werden auf jeden Fall gleich beide Hände brauchen. Das können wir schon mal wegpacken. Das ist ganz schön schwer. Hier ist wie gesagt Zubehör drin. Was da genau drin ist, können wir euch gleich nochmal zeigen. Also sieht schon mal geil aus, hat nur keinen Lenker. Ja, wo fangen wir jetzt am besten mit an? Ich weiß nicht, ob das so gut war, das Ding an der Wand zu stellen. Ja, das Problem ist, wir müssen den erstmal hier rauskriegen, damit ich den Lenker hier rausbekomme. Der Schlüssel ist schon mal hier, ist schon mal gut. Ja, leg mal. Sieht auch hochwertig aus. Oder so. Fühlt sich jetzt echt nicht scheiße an, tatsächlich. Fühlt sich recht gut an. Was ist das hier? Das ist das Schutzblech für vorne. Nein, das ist ein Helm. Helm gibt es auch dabei. So, Freunde, jetzt brauchen wir, glaube ich, mal beide Hände. Ich würde sagen, wir müssen erstmal hier rauspacken, damit wir die Sachen hier zusammenbauen können. Also mit Plastik haben sie nicht gespart. Nee. Also Freunde, hier haben wir zwei kleine so Hülsen drauf und die sind jetzt nicht gleich groß. Die ist ein bisschen größer als die. Die hier gehört aber nach hier. Heißt, wir machen das jetzt ab, legen uns das dann gleich richtig zurecht. Die große Seite kommt nach links. So habe ich das beim René gesehen. Da war das nämlich auch falsch rum vorher drin. Und deswegen sind wir jetzt hier recht schlauer. Hier haben wir noch so eine... Diese Bremsensicherung muss auch noch vorher raus. Da war ich ja schon. Ja. So. So, Bremskeil haben wir draußen. Also Freunde, macht erst das Ding los. Dann könnt ihr diesen Keil hier rausholen. Jetzt wird's lustig. So. Der muss so dran, scheint. Der muss so da dran. Also, wenn ihr irgendwie eine Kiste Bier habt oder so, stellt euch die da drunter. Achtung! Ich halte fest. Okay, geht. Das geht besser. Das geht besser. Am besten macht ihr euch nochmal die Felge vor mit dem Bremsenreiniger ein bisschen sauber. Ach, die Bremse. Wie gesagt, sowas haben wir jetzt leider nicht da. Sonst will man das auch machen, aber macht das am besten, dann seid ihr auf der sichereren Seite. Sicherer. So, nochmal kurz schauen. Hier kann man noch ganz gut erkennen,
Die Seite ist kürzer als die. Die kommt nach links wegen der Bremse. Packen wir erst diese Teile hier rein. Ist ein bisschen fummelig. Dann packen wir das so hin, dass das mit der Bremsscheibe hinhaut. Euch verhalten. Bremsscheibe ist drin. Ich weiß nicht, ob da was hilft. So viel kann ich nie halten hier. Ja. Okay, Freunde, das geht deutlich einfacher, wenn ihr euch einfach was nehmt. Nehmt einfach dieses Styropor-Ding, das ist in der Verpackung mit dabei. Stellt euch das so hin, wie wir das gemacht haben. Das werden wir natürlich jetzt nochmal richtig festziehen. Wir schauen uns direkt mal an, was wir denn an Werkzeug und Zubehör dabei haben. Ich glaube, der Lenker wird einfacher. Der Lenker ist definitiv einfacher. Machen wir das mal hier auf. Was haben wir hier? Die Seitenspiegel. Wir bräuchten tatsächlich nur den linken. Ich weiß nicht, ob das cooler aussieht. Muss man mal schauen. Hier haben wir das Ladegerät. Noch eine Sicherung. Ist auch noch dabei. Für den Akku vermutlich. So, hier haben wir, kann man leicht erkennen, im Lack so eine Riffelung. Das heißt, wir packen jetzt den Lenker drauf. Die Schläuche kommen hier nach oben. Der Lenker. Dann orientieren wir uns, den lassen wir so, dass er gerade zur Achse ist vorne. Ich muss den losmachen. Gerade hier zur Lenkerstange. Ich muss die komplett losmachen. Da sollte man sich auf jeden Fall Hilfe holen, weil ich glaube, Lenkerstange festhalten und gleichzeitig schrauben ist ein bisschen schwierig. Ja, vor allem, ihr müsst auch überlegen, Freunde. Wenn ihr die Lenkerstange gleich festmacht, ihr müsst die beiden Schrauben immer gleichzeitig anziehen. Also immer abwechselnd, sonst können die Dinger brechen. Wäre natürlich nicht so gut. Dann wäre das Ding direkt kaputt. Und zum Kotzen. Ja, so ist gerade. Könntest du den so festschrauben. Am besten machen wir hier, haben wir jetzt nicht da, machen wir nochmal ab, wenn wir das da haben und Schraubensicherung drauf. Das kann ich jedem von euch empfehlen. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal das Schutzblech. Also wir haben hier anscheinend LED-Blinker verbaut. Ich dachte eigentlich, das ist das Modell, was hier die Blinker hier hat. Diese Oldschool-Blinker, habe ich mich vertan. Ist natürlich jetzt noch geiler. Ich kann euch hier mal noch ein bisschen zeigen, wie es jetzt aussieht. Schon echt geil. Ich weiß. Hier haben wir den Akku. Das ist der sogenannte Akkumodulator. Und hier ist das Stromkabel. Hier ist jetzt aber schon so eine schöne metallische Konstruktion. Und ihr seht, wie einfach ich das Ding jetzt mit einer Hand hier rausgenommen habe. Ist schon geil. Hier oben haben wir den Anschluss. Das heißt, wir können einfach das Ding so mit in die Bude nehmen und aufladen. Licht ist an. Warmblink, Alter, der hat diese Angeberblinker. Das ist geil. Also das Ding hat auch Keyless Go-Funktion, aber 61 Volt. Boah, wir gehen mal richtig nach vorne, ey. Fährst mit Warmblinklicht? Muss noch mehr Pump, Pump, Pump in die Mitte. So, Pump it up. Vor allem bei Hydraulikbremsen ist das nicht so einfach wie bei Dingens. Also da kann man nicht mal eben einfach ein Seil ein bisschen strömer machen. Das ist richtig. Muss man ein bisschen aufpassen. Ein bisschen pumpen. Also Freunde, bremsen, ein bisschen pumpen, dann packen die richtig. Wenn das nicht so sein sollte, wie der Scheiß erzählen wir, das ist von der Bremse, dann werden wir das unter dem Video nochmal reinschreiben. Ich werde ja schon jetzt hier zwei Tage mit rumgefahren sein, bis das Video rauskommt. Vielleicht ist das bis dahin auch schon Schrott. Dann kommt das Video nicht mehr raus. Okay, das stimmt. Aber jetzt ist Bremsen auf jeden Fall richtig. Und ja, ich würde mal sagen, ich fahre einmal kurz hier lang. Ich habe jetzt keinen Helm auf, Kennzeichen ist noch nicht dran. Deswegen fahre ich einmal nur kurz hier vorne zum Kreisverkehr, drehe eine Runde. Dann machen wir ein Kennzeichen dran, Helm und dann haben wir Spaß. Aber das seht ihr im nächsten Video. Rückspiegel könnte man noch draufschrauben. Ist jetzt, glaube ich, für das Video uninteressant. Ja, ist doch wohl easy, ne? Ja, einfach nur hier drauf und fertig. Ja. Deswegen, Freunde, ich fahre mal einmal ganz kurz eine kleine Runde. Dann seht ihr das hier nochmal eben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und abonnieren nicht vergessen. Hier wird noch einiges kommen. Umbauprojekte, Reichweiten, Zusatzakkus, Scheiße,
Tuning, Topspeed, Dingwert 100, also hier wird bald richtig abgehen. Aber dir ist eins bewusst, du musst dir jetzt einen Bart wachsen lassen. Ja, habe ich ja in Österreich gesagt, muss mir dann so einen Bart wachsen lassen, wenn ich mir so ein Ding hole. Ja, mal gucken, Freunde. Dann bis später. Bis später. Boah.